Na Leute zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich hinter für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute das Hard-Mode-Achievement in Mechagon präsentieren. Und zwar, wenn euch jetzt für Achievements nicht interessiert, dann gibt es zumindest die Erklärung für den Hard-Mode und dementsprechend gibt es da ja auch ein paar schicke Belohnungen für diejenigen, die keine Achievement-Farmer sind. Wie heißt das Achievement und was müssen wir dafür machen? Und zwar, das Achievement schimpft sich, macht weiter Schaden und niemand explodiert und wir müssen Folgendes dafür erfüllen. Und zwar verhindert die Auslöschung allen nicht-robotischen Lebens auf Azeroth in der Operation Mechagon auf den Schwierigkeitsgrad mythisch. Mehr sagt es erstmal nicht, das ist der Hard-Mode. Was bekommen wir für den Hard-Mode? Und zwar bekommen wir für den Hard-Mode einmal ein zusätzliches Azerith-Teil, das ist das hier, das ist für 30 bzw. Upgrade für 35. Es ist für viele Klassen relativ stark. Ich habe unter anderem auch einen 445er Helm hier, der ist aber schlechter als der hier, weil der ganz gute Trades drauf hat, werde ich jetzt aber nicht drauf weiter eingehen. Und zusätzlich können wir dann im Hard Mode ein Mount vom Endboss rausziehen, und zwar von König Mechadrill. Und dieses Mount, ja, sieht ganz nett aus, ich kann es euch jetzt mal zeigen, Mechagon, und zwar haben wir das hier von König Mechagon, dieses Flugmount. Ist ein ganz schickes Ding, das kriegt quasi ein Spieler, wenn ihr den Hard-Mode absolviert, und zwar zu 100%, also eins droppt immer. Gut, was müssen wir jetzt machen? Und zwar schauen wir einmal auf die Map. Wir haben hier nicht bei, also wir müssen bei fast allen Bossen in der Instanz einen Hard-Mode spielen, den müssen wir extra triggern. Wie funktioniert das jetzt? Wir laufen einmal nach Mechagon rein, clearen erstmal den kompletten Trash weg und töten aber noch keinen Boss. Wichtig ist hier diese fliegende Unterdrückungseinheit, die wird nämlich relevant. Sobald wir den Trash gecleared haben, gehen wir zu dem Boss, der diese fliegende Unterdrückungseinheit rumfliegen hat, und spielen diesen Boss. Solange die fliegende Unterdrückungseinheit über diesem Boss ist, haben wir den Hard Mode. Und zwar müssen wir den Hard Mode bei diesen drei ersten Bossen spielen. Heißt, wir gehen zum ersten Boss mit der Unterdrückungseinheit, spielen den Boss. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Sobald wir den Boss gelegt haben, fliegt diese Unterdrückungseinheit zum nächsten Boss weiter. Sagen wir mal zu dem da oben, dann spielen wir den als nächstes und dann fliegt sie zum letzten, dann spielen wir den als nächstes. Dann haben wir die drei Hard Modes gemacht. Das Einzige, was bei den Bossen dazukommt, sind alle paar Sekunden, ich glaube alle 20, 30 Sekunden, kommen so kleine drei Bots. Und diese drei Bots laufen rum und haben um sich rum eine Voidfläche und die hauten einen Haufen Schaden raus. Da solltet ihr nicht drinstehen. Wenn ihr einen Druid habt, schmeißt ihr mal ein Entanglement drauf, zack, sind die geroutet, dann sind die Bosse fast ganz normal. Das ist der Hardmode bei den ersten drei. Dann geht er zur fliegenden Unterdrückungseinheit weiter, zum vierten Boss, die ja dann erst freigeschalten wird. Und dort spielt ihr auch den Hardmode. Den habt ihr dann automatisch, wenn ihr bei dem ersten drei den Hardmode gespielt habt. Der Hardmode bei der fliegenden Unterdrückungseinheit ist quasi das gleiche wie bei den anderen. Es kommen diese Bots, die ja sowieso bei diesem Fight kommen. Bloß hier ist es dann so, dass quasi zusätzlich diese Bots gelinkt sind und so einen Laser haben. Und dementsprechend, ja, kriegt ihr halt einfach ein bisschen Schaden, wenn ihr durch diese Laser durchlauft. Wenn ihr auch wieder den Mass Root vom Druid dabei habt, Mass Entanglement, könnt ihr es ja auch an der Stelle looten. Ihr könnt den Laser einmal durchlaufen. So krass viel Schaden haut das nicht raus. Das zweite, was wir dann haben bei dem Boss, ist dieser goldene Kreis. Und zwar kriegt das ein Spieler ab. Alle anderen stellen sich dann einfach rein, soaken das. Sonst stirbt halt einfach der eine Spieler, der es abbekommt. Das war's eigentlich schon bei den ersten vier Mobs, wo ihr den Hardmode spielt. So, dann schauen wir weiter. Dann haben wir quasi den fünften Boss. Das sind dieser Prügelpanzer. Der hat keinen Hardmode. Den könnt ihr ganz normal spielen. Dann kommen wir zum sechsten Boss, zum K-U-J-O. Und zwar ist es bei diesem Boss so, dass wir einen kleinen Haufen am Anfang von dem Boss anklicken müssen. Und sobald wir diesen Haufen angeklickt haben, starten wir den Hard-Mode. Und der Hard-Mode ist einfach das, dass nach ein paar Sekunden einen Bewegungseinschränkungs-Buff auf allen Spielern hochsteckt. Und zwar geht der, glaube ich, bis auf 80% hoch und man ist extrem geslowed. Heißt, bei dem Boss muss man ja immer hinter diese Kisten laufen. Wenn man nicht hinter die Kisten läuft, während er seinen Ulti macht, haut er relativ viel Schaden raus und man stirbt einfach. Das wollen wir vermeiden, deswegen rennen wir in die Kisten. Mit diesem Slowbuff wird es wesentlich schwerer. Da muss man viel früher hinter die Kisten laufen, beziehungsweise wenn man draußen stehen bleiben will, extrem harte CD schmeißen, dass man diese Geschichte überlebt. Sonst ist bei dem Hardmode auch nichts großartiges anderes, wirklich nur dieser Slow-Debuff. Dann kommen wir weiter zum siebten Boss. Diesen Gartentypen, da haben wir keinen Hard Mode, da müsst ihr nicht spielen,
Und dann haben wir noch den Endboss und dort wird es dann das erste Mal ein bisschen schwieriger. Und ja, da muss man nämlich ein bisschen mit Absprache vorgehen bei der Geschichte. Und zwar das allererste, was ihr machen müsst, ist auf diesen roten Button in der Mitte zu drücken. Damit aktiviert ihr einmal den Hard Mode. Und jetzt seht ihr ja hier am Rand zweimal links und zweimal rechts diese roten Totenköpfe. Und diese Totenköpfe sind hier quasi der Hard Mode. Wie funktioniert das Ganze? Wir spielen den Boss an sich ganz normal runter, bis auf die Tatsache, dass alle 20, 30 Sekunden diese Totenköpfe anfangen in ja, verschiedenen Reihenfolgen zu leuchten. Und in dieser Reihenfolge muss man sie kurz danach auch drücken. Heißt, man braucht vier Spieler, die sich dann zu diesen Totenköpfen hinstellen und die in der richtigen Reihenfolge drücken. Und das muss relativ zügig passieren. Theoretisch kann auch ein Spieler zwei machen, wenn er zum Beispiel ein Charmy ist und so ein Speed-Wolf hat, dass er hin und her läuft, wird aber sehr knapp. Welche vier Spieler machen das? Und zwar, das sollten der Heiler und vier DDs machen. Auch die Melees müssen dann nach hinten laufen und das drücken. Weil wenn das durchkommt bzw. falsch gedrückt wird, dann ist es ein Vibe. Das haut euch instant um, also es tötet euch auf jeden Fall, egal was ihr für ein CD drin habt, egal wie viel Gear ihr habt. Selbst, ich glaube, selbst durch die Bubble tötet es das einen. Also da ist definitiv Schicht im Schacht. Das erste Mal kommen diese Totenköpfe in der ersten Phase, wenn der Boss einmal abhebt. Dann haben wir den ersten Trigger und dann müssen die Leute am besten da auch schon stehen, beziehungsweise auch schon mal gucken, wie die Reihenfolge ist. Hier seht ihr, fliegt er gerade hoch. Und jetzt geht das hinten schon los. Und für mich als Tank ist es uninteressant, aber ihr habt gesehen, hier sind die in einer bestimmten Reihenfolge aufgeploppt und jetzt müssen die Spieler das drücken. Und zwar ziemlich, ziemlich schnell. Dann sind sie quasi auch farbig, dass man sich ein bisschen orientieren kann. Ich kann euch empfehlen, das einzuteilen nach Zahlen. Also das erste, also von rechts zum Beispiel Anfang, 1, 2, 3, 4. Und dann sagen die Leute im Voice quasi, welches sie gedrückt haben. Es kann dann sein, dass 1, 3, 4, 2 zum Beispiel kommt und in der Reihenfolge muss es dann gedrückt werden. Wichtig ist hier, ihr habt gerade gesehen, im Übergang werden wir 7, 8 Sekunden gestunt. Ihr solltet schauen, dass ihr den Übergang gut timet. Heißt, wenn dann haut ihr den Boss fast runter, bevor die ersten Totenköpfe kommen, wenn ihr so viel Schaden habt. Oder ihr wartet dann auf die zweiten Totenköpfe und tötet ihn dann. Ihn halb runter zu hauen, den Boss, Totenköpfe zu spielen und ihn dann zu finishen, bevor die zweiten kommen, ist ziemlich dumm, weil dann kommen die Totenköpfe, während ihr gestunt seid, ihr könnt sie nicht drücken und sterbt. Das habe ich auch schon bei einer Gruppe erlebt. Eher suboptimal. Ja. Hier in der zweiten Phase kommt das auch. Also sprich, die Spieler müssen auch nach hinten laufen und diese Geschichten drücken. Ich als Tank muss natürlich vorne bleiben, sonst dreht der Boss hier ein bisschen durch, wenn keiner dran steht. Und dementsprechend stelle ich mich hier ganz in die Ecke, dass hier dieser Gigaschock quasi nicht in die Gruppe fällt, weil die Leute können nicht ausweichen, während sie an den Dingern stehen müssen. Und dementsprechend sollte der Tank gucken, dass er das ganz an die Seite dreht, dass die Leute da nicht erwischt werden bei der Geschichte, wenn sie drücken müssen. Heißt, ihr müsst wahrscheinlich in der zweiten Phase 2 bzw. dreimal zurück und auch wieder die Totenköpfe in der richtigen Reihenfolge drücken. Außer der Tank, der hat hier ein leichtes Leben, der spielt einfach ganz normal den Normal-Mode durch. Wenn ihr das soweit alles geschafft habt, dann müsst ihr am Ende nur noch den König einmal umbrezeln, so wie es im Normal-Mode auch ist. Und mehr ist es an der Stelle nicht. Es bedarf halt einiger Kommunikation und Absprache, am besten in einem TS oder anderem Voice, wo ihr euch absprechen könnt. Ich glaube, wenn ihr das ohne macht, ist es fast nicht machbar. Sobald ihr den gelegt habt, bekommt dann ein Spieler das Mount zu 100% und ein Spieler bekommt dann den 430er Kopf, der für viele Klassen auch ein Biss-Item ist. Wie gesagt, bei mir ist es auch relativ gut und dementsprechend lohnt sich hier auf jeden Fall den Hard Mode anzugehen. Und ihr bekommt, glaube ich, auch zwei Essenzen für euer Epic-Essenz-Token hier aus der Mechagon-Instanz. Ja, das war es soweit der Videoguide zum Hard Mode. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.